Hallo? Hallo Freunde? Herzlich willkommen zurück hier bei Bioshock 2. Hier ist alles bereit? Hier ist alles bereit, okay. Es scheint zumindest so. Hier wechselt es lieber noch auf Electroboat. Und dann wird hier einmal schön vor sich hingefilmt, während wir gegen Big Sister kämpfen. Na du olle Zippe. So. So, war's schon. Mann, ist das laut. Wer hat das so laut gemacht auf meinen Ohren? Ah, wahrscheinlich war ich das selber. Hi, Kumpel, na? Geht's dir gut? Hey, na? Auf die Fresse! Auf die Fresse! Entschuldigung. Das hätten wir erledigt. Freunde, das hätten wir erledigt. Das ist gut. Antipersonenkugeln ist auch nicht das schlechteste. Schrot haben wir noch fast voll. Ja, alles gut. Dann gehen wir jetzt mal dorthin, wo wir eigentlich sein sollten, weil wir in der letzten Folge ja die Kraft von diesem Brutspleißer uns angeeignet haben. So, funktioniert auch. Nicht ganz so elegant, wie ich es gern gehabt hätte, aber... Naja, irgendwie muss man sich doch zu helfen wissen. Nein? Ich bin ein Teufelshund? Ein Hundeteufel? Lies wenigstens unsere Flugblätter. Ja gut, das mache ich. Aber ich kann gar nicht lesen. Na, das war leider auch nicht so erfolgreich, wie ich es gern gehabt hätte. Ich glaube, die hat gerade in dem Moment Damage bekommen, als ich geschossen habe. Und dann war das ziemlich kacke. Hallo? 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 Mann, die Leute hier, die sind so unfreundlich. Ich frag mich, warum? Ich habe denen doch nichts getan. Also, ich habe ihnen jedenfalls nichts getan, bevor ich sie mit Schrot durchlöchert habe, ja? Das müssen wir mal klarstellen. Hallo? Ist hier noch jemand? Hallo? Schmeiß deinen Bohrer an und räum den Schrott weg, der dir den Weg blockiert. Schon erledigt. Hey, Olle. Olle, warte mal. Olle. Warte. So, erledigt. Kampftonikum, Dieb. Nee, brauchen wir nicht. Also, Gracie war in der obersten Etage. Geh rauf und überrede sie, dass sie dir den Hauptschlüssel gibt. Babyräuber. Ah ja, komm. Das ist aber ein bisschen unfair, oder? Ich meine, ich habe gar nichts getan. Was haben wir hier? 50er-Kugeln? Nieten? Ja, nee. Nicht so wirklich sinnvoll. Heckpfeil, 50er-Kugeln. Guck ich mal lieber hier in den Spind rein. Ja gut. Ich glaube, ich gehe da doch nochmal ran. Aber nicht wegen den Sachen, die da rausgekommen sind, sondern eher wegen noch zwei Päckchen Schrot. Ich glaube, die können wir sehr gut gebrauchen. Da drüben können wir noch reingucken. Hallo? Hallo? Tschüssi. Entschuldigung. Warum so ungehalten? So, haben wir hier irgendwas? Nicht wirklich so viel. Da drüben gibt es auch nichts, was wir uns holen können. Hier irgendwas, irgendwas Telekinetisches? Panzerbrechend? Sehr praktisch. Ein Rollstuhl. Nee, danke. Der kleine Timmy kann gern da bleiben, wo er ist. So, das mache ich kaputt. Und ich höre hier die ganze Zeit diese Überwachungskamera. Die triggert mich so ein ganz klein wenig. Sind wir mal ehrlich. Oh, hallo. Ich weiß, es ist falsch, dass ich mich jetzt so gut fühle, aber ich muss einfach grinsen. Dr. Lamp war da und hat mir erzählt, dass Andrew Ryan sie endlich einsperren will. Die Gläubigen werden am Boden zerstört sein und ich sollte es auch sein, aber Sophia hat sich daran erinnert, dass ich unfruchtbar bin. Und sie bat mich, auf ihr Kind aufzupassen, während sie weg ist. Die kleine Eleanor Lamp.
Ein wunderschönes, gescheites Mädchen. Jetzt habe ich ein Kind. Und dadurch wird alles gut. Ja, dadurch wird alles gut. Ich glaube, damit haben die Probleme erst angefangen. Na, geht's euch gut? Hallo? Der lebt noch! Ich war einmal berühmt. Oh, ja? Hallo? Okay, ich glaube dir. Das ist schon wieder so eine komische Olle mit ungewaschenen Füßen. Das ist ekelhaft. So. Na komm, dann hacken wir hier mal. Hack, 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 hack. Ich nehme mir mal das extra Geld nicht mit, weil, wie ihr seht, wir kriegen hier so unglaublich viel Geld immer. Das Bonusgeld braucht man ehrlich gesagt nicht so wirklich. Ey! Blöde Kuh. Dämliche Olle. Ich habe schon wieder in die falsche Richtung gedreht. Ich muss nach unten, um auf die Schrotflinte zu wechseln. Und wer bist du denn? Hast du irgendwas dabei? Nö, also jedenfalls nicht viel. Hallo? Hallo? Der Kinderräuber ist im Hotel, Brüder und Schwestern. Er will mich holen, damit er an Eleanor herankommt. Blechdaddies kennen keine Schuld. Blechdaddies fühlen keinen Schmerz. Nennst du mich? Aber wir sind die Familie. Und ich kenne Alkohol. Lehren, Schmerz zu empfinden. Ihr könnt mich lehren, so wie ich eine Bierflasche lehren kann. Ja, da bin ich mir sicher. Da habe ich nichts. War da eine Kugel in dem Telefon drin? Der Kugel im Telefon. Ich habe keine Ahnung. Also, boah. Wisst ihr, da trinkt man schon Kaffee währenddessen. Zumindest kurz danach. Und dann fühlt man sich trotzdem noch so beschissen. Oh, was bist du denn? Hallo. Ich mache gleich ein Bild von dir. Und was bist du denn? Na, du alter Hirni. Hallo. Okay, dem geht's auch gut. Hirni. Hirni? Den nicht gebrauchen. Bohrertreibstoff nehmen wir mit. Hallo. Mann, warum schreien die denn so? Was ist denn passiert? Sag ich. Ist hier denn irgendwas? Hallo? Nein? Ich will da immer noch rein. Aber anscheinend werde ich nicht gelassen. Oh. Oh. Freunde? Flups. Stirb. Wow, eins? Ernsthaft? Eins? Ich habe irgendwie mit ein bisschen mehr gehofft. Gefrierender Bohrer. Naja, nee, nicht wirklich. Schnauze. Oh. Nein, nicht die. Ach, toll. Es ist das Blut, das uns zu Fremden macht. Aber dank Dr. Lamb sind wir jetzt alle eine Familie. Ein Volk. Ein Ziel. Du kannst dieses alte Herz anhalten und diesen alten Körper ausbluten lassen, aber die Familie kannst du nicht zerstören. Und du, Blechdaddy, du stirbst ganz allein. Nee, weil ich sterb nämlich gar nicht. Was haben wir denn hier? Ich bin ja an sich ein bescheidener Mensch. Aber die Masche mit den Spritzenteilen ist schon einsame Spitze. Irgendein Blödmann von hier kauft mir eine Schachtel Einzelteile für Injektionsspritzen ab. Für das Doppelte, was der Krempel wert ist. In seinem Rattenloch baut er alles zusammen. Ich kaufe das fertige Produkt für 10 Cent zurück und kassiere dafür einen Dollar von Ryan. Profite kommen, Profite gehen. Der alte Andy labert was von der großen Kette. Ich habe Leute, die blechen noch dafür, dass diese Kette mich reich macht. Das hat gut funktioniert. So, dann wechsle ich mal wieder hier rauf. Oh, hier sind wir! Was? Was willst du von mir? Ich bin nicht freundlich leiden zu sehen, Monster. Aber oh Gott! Ich bin nicht so heiß, Frau Doktor. Ich freue mich eben, wo ich kann. Hallo! Ach, du bist auch nur so einer. Mann, ich brauche die Fernkampftypen, nicht die Nahkampftypen! Alter, der hat mich gerade erschrocken. Mir geht's gut. Ich hab mir nicht gerade halb in die Hose gekackt. Ja? Dir geht's auch gut. Das ist doch schön.
immer sehr gut, wenn es seinen Freunden gut geht. So, ich gehe erstmal schnurstracks auf unseren Kumpel da hinten zu. Hallo. Ach, ich bin aber auch da. Oh! Lade nach! Eieiei, und da ist noch was drin. Warte, ich mach wieder den und den. Eieiei. Den, den und dann den. Und dann heile ich mich. Eieiei. Und wieder warte ich den ganzen Tag, ob Harry heimkommt. Nicht, dass wir überhaupt noch zu Hause wären. Bestimmt ist er mit diesem Mädchen durchgebrannt, das in seinem tollen Buchladen als Verkäuferin arbeitet. Und wir verlieren unser Zuhause und sogar den verdammten Laden, kriegt Ryan. Jetzt müssen wir uns mit diesem schrecklichen Zinkler einlassen, nur um ein Dach überm Kopf zu haben. Nein, Harry hätte das doch nie getan, oder? Würde er überhaupt wissen, wo er uns suchen soll? Ja, das kann ich euch nicht sagen. Ich weiß auch nicht, wer Harry ist. Und Sinclair scheint also nicht so der, meistgemochteste Mensch hier unten in Rapture gewesen zu sein. Da ist die Frage, welcher Mensch wurde denn hier in Rapture wirklich ausnahmslos gemocht? Ich glaube, das ist ebenso wenig hier in Rapture möglich wie überall anders, dass man ausnahmslos gemocht wird. In Rapture wäre es nicht wichtig, wo man herkommt. Blödsinn! Als die Zeiten härter wurden, kochten unsere ganzen Vorurteile wieder hoch. Aber Dr. Lamb hat uns gezeigt, dass wir alle eine Familie sind. Jenseits unserer Hautfarbe, jenseits unseres Standes, jenseits unseres Namens. Boah, wir müssten so unglaublich fett sein, so viel Zeug, wie wir immer essen, die ganze Zeit. Ah, oh, Schrot. Schrot. Schrot ist voll? Was haben wir hier? Frische Wasser. Schrot ist echt voll? Aber das war nicht Schrot. Schrot ist echt voll. Hätte ich nicht gedacht. Da sind auch nur Kugeln drin. Oh. Der Morphoretinor prallt vom Glas ab. Ich falte diese Papierfiguren als Geheimabzeichen für die Gläubigen. Es fliegt. Die Raupe des Morphoretinor verpuppt sich nicht. Ihr wächst eine innere Schutzhaut vor der Metamorphose. Er ist wie wir. Den Schmetterling zu tragen, heißt Dr. Lamb und die Familie zu unterstützen. Bald schon wird Rapture seine Flügel entfalten und hochfliegen. Die Zeit der Reife naht. Sie naht. Spaß. Ronny. Entschuldigung. Ich war das nicht. Ich wollte keine alten Wunden Graces aufreißen. Zimmer ist gleich da vorne. Sie war ja nicht gerade freundlich zu dir. Ich werde also nicht versuchen, dir vorzuschreiben, wie du ihr den Schlüssel abnehmen sollst. Aber sie ist alt. Und der Hass auf dich basiert auf einem Missverständnis. Ich glaube, das ist die Kamera, die wir die ganze Zeit gehört haben. Und jetzt habe ich sie gefunden. Ich war das nicht. Was haben wir denn hier? Noch eine Schroti? Das sieht immer gut aus. Schrotflinten nehme ich immer gern mit. Oh. Und so sind's 100. So einfach geht das. Ich zahle Sinclair ein paar Kröten für eine Ladung Spritzenteile und Nadeln. Abends schraube ich alles zusammen, während ich nebenbei Radio höre. Dann verkaufe ich Sinclair alles für das Doppelte zurück. Echt gutes Geschäft. Ein paar Nadelstiche holt man sich. Aber sonst kein Grund zur Klage. Bald bin ich wieder ganz oben. Danke, Mr. Sinclair. Du Trottel. Also der Typ dachte, er zieht Sinclair ab, obwohl Sinclair in Wirklichkeit ihn abgezogen hat. Weil es deinesgleichen im Blut liegt, zu tun. Oh, oh, erhöht den Forschungsboni. Die Forschungsboni. Weg damit. Und du, weil die Familie nicht zulassen wird, dass du mit dem Schlüssel lebend hier rausspazierst. Ja, passiert. Ich habe mich heute mit einem Hundefresser geprügelt. Sein Name war Amir. Und er hatte einen kleineren Jungen schikaniert. Als seine Nase geblutet hat, haben wir Waffenstillstand geschlossen. Aber Mom sagt, ich werde zur Barbarin. Da habe ich gesagt,
Eleanor jetzt auch Hunde fressen. Barbaren glücklich. Aber Mom sagt, Barbaren denken nur, sie seien glücklich, weil sie selbstsüchtig und ignorant sind. Eleanor finden, ignorant sein machen Spaß. Ja, gut, ne? Ich guck hier weiter aus dem Fenster. Ein leeres Haus. Nur ein Echo bleibt mir noch. Eleanor, Liebes, wo bist du? Ich habe mich kurz umgedreht und jemand hat dich mitgenommen. Es ging alles so schnell. Ich bin noch nicht mal eine Rabenmutter für dich. Ich konnte dich nicht beschützen. Dieses Plakat von ihr in meinem Zimmer starrt mich an, als wüsste es, wie sehr ich mich schäme. Ich habe immer zu deiner richtigen Mutter gehalten, Eleanor, und habe ihr immer meine Geheimnisse anvertraut. Aber ich habe dich verloren. Was wird Dr. Lamb jetzt von mir denken? Ja, keine Ahnung, aber ehrlich gesagt ist mir das auch egal. Ich drück da jetzt drauf. So. Haha. Warum bin ich? Hallöchen. Bin da. Wer noch? Ich weiß schon, was du willst. Kuchen. Du holst dir. Ich will nicht, dass du mich berührst. Dr. Lamb hat damals mir ihr Kind anvertraut. Ich habe alles getan, aber die kleine Eleanor verschwand. Und dann, eines Tages, sehe ich sie mit dir herumlaufen. Sie sieht krank aus. Und als ich sie in den Arm nehmen will, schlägst du mich zusammen. Brichst mir den Kiefer. Ich bin bereit, Babyräuber. Komm rein und bring es zu Ende. Ich hab doch gar nichts getan. Ich hab mich selbst erschossen. Deine Entscheidung, Freund. Gracie ist unbewaffnet. Überleg selbst. Rauchen ist ungesund. Rauchen ist ungesund. Den nehme ich mit. Olle, rauchen ist ungesund. Was ist los? Mach schon, du gottverdammtes Monster. Tu, was du immer tust. Ja, ich bin... Ja, ich sauf mir ja schon ein. Entschuldigung. Entschuldigung, wenn dir das nicht schnell genug geht, dann geh ich halt. Blöde Alte. Ja, ich geh zu Netto. Du hast mehr Größe als ich, Chef. Vielleicht überlegt sie sich in Zukunft zweimal, ob sie Leute verdammt, bevor sie alle Fakten kennt. Tja. Jetzt aber los. Eleanor wartet. Oh, hier ist was aufgegangen. Hallo. Mein Leben lag in deiner Hand. Und du gehst einfach? Ja, warum sollte ich auch nicht? Ein Monster hält nicht die andere Wange hin. Kein Monster tut das. So handelt nur ein denkender Mensch. Ich weiß, dass Dr. Lamb keine Lügnerin ist, aber ich glaube, sie täuscht sich mit dir. Ich finde es nicht mehr richtig, dich in den Hinterhalt laufen zu lassen, der draußen auf dich wartet. Ich kann die Familie nicht zurückrufen, aber ich kann ein wenig flüstern und deine Chancen verbessern. Diese Vögelchen sind Spezialanfertigungen von einem alten Freund. Das ist leider alles, was ich für dich tun kann. Fürs Erste. Ja, ist doch kein Problem. Ist doch genug. Wir kommen schon klar, ne? Ne, Kumpels? Humpty und Dumpty? Solange ihr nicht von irgendeiner Mauer fallt, ist alles gut. Hallo? Erhöhter Schaden. Achso. Leider war das ein Nahkämpfer. Aber bei Fernkämpfen machen wir jetzt noch mehr Schaden. Das ist super gut. Oh. Oh, das wollte ich eigentlich nicht. Hey. Oh, hallo. Ups. Hä? Wie?
Also ich meine, er ist ja tot, aber warum ist das Ding denn gerade durch ihn durchgeflogen? Der Stärkste überlebt. Das ist das Gesetz im Grub. Diese Trottel sehen einfach das Potenzial nicht in übrig gebliebenen Spuren von Sports Boost oder Körperpanzerung. Dem Tonika für den Aufbau von Muskelmasse und Dichte. Da ist jede Menge Musik drin. Erster Test meiner neuen Formel. Testsubjekt Hartwig Leo. Also. Sorry. Ich weiß nicht, ob das... Dimensionen. Werfen Sie Objekte mit höherer Geschwindigkeit, um noch mehr Schaden anzurichten. Oh ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Headhunter, wollte ich mir das nicht eigentlich kaufen? Habe ich das nicht gesagt, sobald wir das Geld dafür haben, dass wir uns das holen? Naja, egal. Jetzt haben wir es ja, auch wenn wir den ganzen Bereich noch durchgespielt haben. So, dann holen wir uns noch einen Gentonika-Slot, damit wir den Trinker noch ausrüsten können. Dann holen wir uns noch einen Gentonika-Slot, damit wir uns... ich glaube, den gefrierenden Bohrer, der ist nicht schlecht. Ja, und dann holen wir uns doch einfach noch einen Gentonika-Slot. Ich weiß zwar nicht wofür genau jetzt, aber... Wenn du getroffen wirst, machst du einen Feuerstoß. Feuer ist nicht so meins. Ja, komm, das machen wir. Wir hacken so viel. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Brauchen wir noch irgendwas? Davon haben wir relativ viel, davon haben wir noch viel. Ja, das ist alles. Das reicht alles locker. Gut, gut, gut. Absolut gar kein Problem hier. Oh, Fallnieten haben wir hier noch. Hallo. Was habe ich denn heute mit diesem Hallo? Ich habe das irgendwie gerade die ganze Zeit drin in meinem Kopf. Schwere Nieten, die müssten voll sein. Hier noch irgendwas? Nee. Nichts, was wir brauchen. Tja, ich weiß nicht, wie ich dich jetzt nennen soll. Peter. Du hast nicht nur mein Leben geschont, du hast mir auch die Augen geöffnet. Ich werde Dr. Lamp ein paar Fragen stellen müssen. Ja, mach das, mach das. Ich bin hier noch ein bisschen. Willst du mein Vertrauen gewinnen, indem du Grace das Leben schenkst? Deine Krokodilstränen mögen ihr Zweifel einimpfen, aber bei mir geht das nicht so leicht. Nein? So, guck mal, hier sind wir. Pauper's Drop. Dann geht's jetzt zum Dionysus Park. Dann zu Fontaine Futuristics und dann hier irgendwo hin. Spring auf, Junge, und starte die Bahn. Zwing mich nicht noch vorher zu pfeifen. Entschuldigung. Ich muss hier noch meine Sachen aufstocken. Kumpel, mach Schläfchen, hm? Gute Nacht. Dankeschön übrigens. So, Freunde, damit verabschiede ich mich von euch. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Dann im nächsten Abschnitt von Bioshock 2. Pauper's Drop lassen wir hinter uns.